Beim Arbeiten auf Dächern ist eine Absturzsicherung erforderlich, denn Abstürze aus Höhen enden meist tödlich. Auf einem Dach besteht besonders Absturzgefahr. Es ist wichtig, dass man sowohl bei einem Neubau ein Dach eingerüstet mit einem normgerechten Gerüst, aber auch natürlich bei einer Instandhaltung oder Sanierung oder bei einer Reparatur infolge von einem Unwetter zum Beispiel oder auch infolge von einer Erweiterung, dass man natürlich das Gerüst normgerecht eben baut. Was sehr gefährlich ist, ist natürlich, wenn das Dach durchbricht in Folge, oder das haben wir früher öfters gehabt, Dächer sind früher eben nur mit einer Unterlattung und dann gleich drauf sind natürlich die Ziegel gekommen. Und aus dem Grund natürlich mit dem Vergehen der Zeit passiert es natürlich, dass auch ein Tonziegel morsch wird, also dass er natürlich beschädigt wird und deshalb man leicht durchbrechen kann. Eine potenzielle Gefahrenquelle sind auch Baugerüste selbst. Daher müssen beim Aufbau eines Gerüstes bestimmte Sicherheitsanforderungen beachtet werden. Bei einem Baugerüst ist es sehr wichtig, dass man, bevor man mit der Montage beginnt, einmal den Untergrund prüft. Das heißt, ob natürlich irgendwelche Unebenheiten muss man ausgleichen zum Beispiel oder irgendwelche Bereiche, wo ein Durchbruch möglich ist, eben so sichern, dass natürlich die Gestelle des Gerüstes eben stabil aufgestellt werden können. Was noch besonders wichtig ist, ist auch, dass man ein Gerüst niemals in der Nähe von Freileitungen, Hochspannung, Mittelspannungsleitungen aufstellt. Dort besteht natürlich Elektrisierungsgefahr. Aber nicht nur bei Neubauten, Instandhaltungen und Sanierungen ist eine Absturzsicherung erforderlich. Absturzgefahr besteht auch bei kleineren Arbeiten oder gerade im Winter, wenn das Dach von der Schneelast befreit werden muss. In solchen Fällen ist eine Seilsicherung erforderlich. Nicht abgedeckte und nicht markierte Öffnungen im Scheunenboden sind tödliche Fallen. Diese Öffnungen sind eine große Gefahr für Personen. Abwurföffnungen bilden den kürzesten Weg natürlich, um vom Heustadel in den Stall natürlich das Heu oder das Stroh zu befördern. Es ist aber sehr wichtig, dass solche Abwurföffnungen normgerecht gesichert sind. Normgerecht gesichert heißt zum Beispiel durch einen Gitterrost, einen befahrbaren, wenn notwendig, aber auf jeden Fall einen begehbaren Gitterrost und wenn möglich eben, wenn die Luke eben offen ist, durch eine mögliche Halterung, also durch ein Gestell eben gesichert werden. Wie sind erhöhte Böden wie Stadelauf- und Zufahrtsrampen gegen Absturz zu sichern? Zufahrtsrampen müssen auf jeden Fall mit einem normgerechten Geländer eben gesichert werden. Normgerecht heißt mit einer Mindesthöhe von 1 Meter, mit einem Querlauf und mit einem Fußbrett, also das heißt unten her, damit man natürlich nicht ausgerutscht, von mindestens 15 cm. Treppen, die als Verbindungswege zum Beispiel zu erhöhten Arbeitsflächen dienen, müssen auch entsprechend gesichert werden mit einem normgerechten Geländer, gleich wie eine erhöhte Arbeitsfläche. Die Mindesthöhe besteht auch in dem Fall mindestens 1 Meter, eben 2 Querläufe und ein Fußbrett. Ein erhöhter Arbeitsplatz, der zum Beispiel meistens zum Lagern von Materialien dient, muss natürlich auch gegen Herabfallen gesichert sein. Auch da gilt die Höhe, Mindesthöhe des Geländers 1 Meter, Querlauf an ungefähr Hälfte der Höhe, also bei 60 cm und eben ein Fußbrett von 15 cm. Ob beim Baumschnitt oder beim Ernten, das Arbeiten mit einer Leiter erfordert immer besondere Vorsicht. Ob Leitern oder Leinen müssen auch wiederum so aufgestellt werden, dass ein Umkippen eben nicht möglich ist. Wichtig ist natürlich auch, dass die Leinen entsprechend nicht der Witterung ausgesetzt wird, dass sie natürlich nicht morsch ist, dass sie natürlich vor Verwendung eben überprüft wird auf irgendwelche Mängel, sodass eben ein sicheres Verwenden möglich ist. Leitern sollten nur für kleinere Arbeiten verwendet werden. Bei Leitern muss darauf geachtet werden, dass der Leiterfuß einen Gummifuß hat. Dieser mindert die Gefahr, dass die Leiter wegrutschen kann.
Wichtig ist, dass es natürlich ein stabiler Untergrund ist, also nichts, was durchbrechen kann. Und wichtig ist natürlich, dass man das Wegrutschen vermeidet. Das kann zum Beispiel durchs Befestigen eines Balkens sein oder, wenn das natürlich nicht möglich ist, zum Beispiel durch das Helfen einer zweiten Person. Unfallstatistiken zeigen, dass ältere Menschen in der Landwirtschaft einem hohen Unfallrisiko ausgesetzt sind. Doch ob jung oder alt, für alle gilt, Leitern müssen richtig aufgestellt werden. Leitern, die zu flach aufgestellt werden, da besteht das Risiko natürlich des Wegrutschen bzw. dass die bricht. Leitern, die zu steil aufgestellt werden, da besteht natürlich das Risiko, dass beim Besteigen derselben ein Rückfallen, also ein Umfallen möglich ist. Die Idealleiteraufstellung ist natürlich ein Winkel, der zwischen 65 und 75 Grad eben sein sollte. Das erreichen wir, wenn wir zum Beispiel gerade stehen, den Oberarm eben leicht anwinkeln, so ergibt sich eigentlich der Winkel von der 75 Grad. Auch Silos können gefährlich sein. In den leeren Silo geht es Ihnen mindestens so weit, wie es natürlich hausersichtlich ist. Wichtig ist bei Leitern, die auf Silo montiert sind, dass die in ausreichendem Abstand zur Silowand montiert werden, sodass sie im Fuß gut aufliegen kann. Ab einer Absturzhöhe von 3 Metern muss zusätzlich auf der Leiter ein durchgehender Rückenschutz montiert werden. Bei Wartungsarbeiten im Silo ist es wichtig, dass man durch ein aushängbares Netz oder durch einen wegklappbaren Rost die Personen, die im Silo drin sind, sichert. Oder eine gute Sicherungsmöglichkeit ist zum Beispiel mit der persönlichen Absturzsicherung die Personen an fixen Anzahlpunkten zu sichern. Menschen reagieren sehr sensibel auf elektrischen Strom. Die Gefahr beim Strom liegt in der Stromwirkung auf den Menschen. Sie hängt von der Intensität und Zeit ab, mit anderen Worten von Stromstärke und Einwirkungsdauer. Bereits bei kleinen Stromstärken können Herzschädigungen wie Arrhythmien, reversibler Herzstillstand und Herzkammerflimmern eintreten. Bestimmte Stromstärken führen zu Verkrampfungen der Atemmuskulatur und zu Atemstörungen. Große Stromstärken können lebensgefährliche äußere und innere Verletzungen verursachen. Als Spätfolge eines Stromschlages ist noch nach vielen Stunden ein Nierenversagen möglich. Stromschläge können Nervenschäden, Bewusstlosigkeit und andere Dauerschäden verursachen. Ein Stromschlag kann einen Schock hervorrufen, ein Schock kann tödlich sein. Welche Spannungsarten gibt es? Man spricht von Höchstspannung, wenn es sich um Spannungen über 150.000 Volt handelt. Von Hochspannung sprechen wir bei Spannungen zwischen 35.000 und 150.000 Volt. Von Mittelspannung sprechen wir bei Spannungen zwischen 1.000 und 35.000 Volt. Und von Niederspannung letztendlich, wenn es sich um Spannungen bis zu 1.000 Volt handelt. Wo werden Niederspannungsanlagen gebraucht und worauf muss man dabei achten? Das Niederspannungsverteilungsnetz startet an den Klemmen des Transformators in der E-Kabine und endet im Bauernhof. In den Wohnungen, Büros, Geschäften, Industrie, Gewerbebetrieben und öffentlichen Beleuchtung, also beim Endverbraucher. Vor der Benutzung muss man sich vom einwandfreien Zustand der elektrischen Geräte oder Anlagen überzeugen. Man darf keine beschädigten Leitungen und Steckvorrichtungen und keine Betriebsmittel mit defekter Abdeckung verwenden. Grundsätzlich darf man keine nassen elektrischen Geräte und Anlagen bedienen, auch nicht, wenn nur Hände oder Füße des Nutzers nass sind. Was ist ein FI-Schutzschalter? Der FI-Schutzschalter trennt bei Stromschlägen in Hausanlagen den überwachten Stromkreis. Das heißt, dass er alle Leiter bis auf den Schutzleiter vom restlichen Netz trennt und damit Leben retten kann. Wenn wir über Gefahren von Strom sprechen, ist auch der Weidezaun nicht zu vergessen.
Worauf ist bei Weide- und Elektrozäunen zu achten? Besonders an Wanderwegen oder in vergleichbaren Situationen sollte ein Weidezaun mit Bändern oder mit einer gleichen Warntafel mit einem Blitz im Warndreieck und der Aufschrift Vorsicht, Elektrozaun versehen werden. Für kleine Kinder, bei denen schon geringe Stromstärken zur Herzkammer flimmern führen können, kann der Zaun gefährlich werden. Wann redet man von einem Stromschlag? Von einem Stromschlag reden wir dann, wenn ein Mensch durch Berührung von unter Spannung stehenden Teilen in einem Stromkreis gerät. Ein Stromschlag bei einer Spannung von nur 230 Volt kann absolut tödlich sein. Zahlreiche Personen, die einen Stromschlag erleiden, sterben, weil anhaltendes Herzkammerflimmern die Sauerstoffversorgung des Körpers, vor allem des Gehirns, beeinträchtigt. Wie kann man jemandem helfen, der in einen Stromkreis geraten ist? Ruhe bewahren, zuerst überlegen, dann handeln. Bei Erste-Hilfe-Maßnahmen muss auch an die eigene Sicherheit gedacht werden. Der Stromkreis ist sofort zu unterbrechen, entweder den Stecker ziehen oder die Sicherung ausschalten. Den Verunfallten auf keinen Fall mit bloßen Händen von der Stromquelle wegziehen. Wenn sichtbare Verletzungen wie Verbrennungen durch den Unfall entstanden sind, sollten diese keimfrei verbunden werden. Mit sauberen Tüchern oder Verbänden bedecken. Bei Herz- und Atemstillstand direkt mit Mund-zu-Nase-Beatmung und Herzmassage beginnen. Bei jeder Stromverletzung sollte man einen Arzt aufsuchen, denn manchmal treten Herzrhythmusstörungen erst später auf. Bei Hochspannungsunfällen, zum Beispiel durch Freileitungen, steht der Selbstschutz im Vordergrund. Die Bergung des Verunfallten sollte nur durch Fachpersonal erfolgen. Achtung, wenn es plötzlich still wird. Es kann vorkommen, dass Freileitungen beschädigt oder sogar gekappt werden. Auf was ist in einem solchen Fall zu achten? Das Verstummen von Zischen, Prasseln oder Brummen kann trügerisch sein, denn dieser ersten Erdschlussabschaltung folgen automatische Wiedereinschaltversuche im Netz nach. Das Netz testet, ob der Erdschluss noch besteht. Achtung! In einem solchen Fall entferne man sich sofort von der Fehlerstelle und alarmiere Elektrofachleute. Dieses Phänomen kann man auch bei einem Gewitter beobachten. Auch eine Auto- oder Traktorbatterie kann eine Gefahrenquelle sein. Eine Ursache für die Schadensausbreitung nach Unfällen ist die Auto- oder Traktorbatterie, von der verschiedene Gefahren ausgehen können. Ist die Batterie angeschlossen, so ist die elektrische Anlage weiterhin in Betrieb. Das kann verschiedene unerwünschte Folgen haben, wie zum Beispiel Funkenbildung und Kabelbrand. Eine der ersten Maßnahmen am Einsatzort sollte daher sein, die Batterie abzuklemmen. Batterien haben 12 Volt, aber eine beachtliche Stromstärke. Die Batteriesäure üblicher Autobatterien ist Schwefelsäure in einer Konzentration von 37%. Bei dieser Konzentration ist die elektrische Leitfähigkeit von Schwefelsäure am größten. Es besteht daher bei auslaufender Batteriesäure die Gefahr von Verletzungen. Sowohl Haut als auch Kleidung wird von Schwefelsäure stark angegriffen. Als Sofortmaßnahme muss mit viel Wasser gespült werden.